das? Tag 49 und ich habe Besuch. Schaut, muss ich mal schauen, ob ich sehe. Da muss ich immer beleuchten. Schaut, seht ihr? Opa, ihr seht es nicht. Seht ihr das? Ja, ich habe Besuch bekommen und habe gleich alles abgeräumt bei mir, aber es muss ja sein, ich muss euch das ja zeigen. Also es gibt immer noch total viele Leute, die mich besuchen kommen, ich finde das voll nett. So, ja, die Tage werden länger. Ja, das finde ich ist die schönste Meldung des Tages. Die Tage werden wieder länger, das muss man, das ist wirklich schön. Es sind nur mehr 3 Tage bis Weihnachten und ich höre den Bus. Der Bus! Letztens haben sie gesagt, was ist mit dem Bus los? Fährt er nicht mehr? Nein, aber wenn er zu früh fährt, kann ich nichts dafür. Ja, weil ich schalte immer Punkt 18 Uhr ein. Ja, und hinten auf der Terrasse, da fährt der Bus halt nicht. Deshalb, da kann ich nichts sagen. Aber heute ist er pünktlich da, genauso wie meine Zaungäste. Ich finde, das hat kriegt wirklich einen anderen Charakter, dieses Wort Zaungäste, gell? Nein, freue ich mich sehr. Und es ist also 3 Tage bis Weihnachten, 5 Tage bis Lockdown, 10 Tage bis Ende des Jahres 2020. Wir können es alle gar nicht erwarten, dass dieses Jahr endet, obwohl ich befürchte, dass es ja wieder ein bisschen weitergeht, der ganze Wahnsinn. Aber ja, so ist es. Die Tage für die Flüchtlinge in Moria enden ja auch nicht, gell? Das kommt einem auch ewig vor. Mittlerweile bin ich ja schon froh, dass die Kirche auch auf die Idee gekommen ist, sich einzusetzen für die Kinder. Toll. Also das finde ich... Na, schön. Also besser spät als nie, finde ich. Ja, schön. Und sonst möchte ich wirklich das an dieser Stelle sagen. Es tut mir wirklich extrem leid für jeden, der dieses Jahr seine Familie nicht sehen kann. Ja? Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für eure Zuschriften, die ihr mir immer wieder schreibt und sagt, dass das, was ich hier mache, euch Mut macht und euch ein bisschen amüsiert und so weiter. Weil, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es da draußen ankommt. Ich schaue immer nur in so ein Handy und dann manchmal in 2 so liebe Gesichter, die da zufällig vorbeikommen. Aber bitte, wenn es euch nicht gut geht, dann lasst euch helfen. Das ist keine Schande. Es geht uns an. Ich bin auch nicht immer super drauf. Ja, mich haut es auch um dazwischen. Und ich denke mir, wie kann das alles weitergehen? Das ist ganz normal, aber bitte lasst euch helfen. Und es gibt nicht nur genug Notstellen, sondern redet mit euren Freunden und eurer Familie. Ja? Und die anderen, hört mal einfach zu. Das hilft oft schon, ja. Und es gibt ganz viele, die aus verschiedenen Gründen leiden, weil Angehörige im Krankenhaus sind oder schon gestorben sind, Eltern im Pflegeheim oder Existenzängste. Bitte hört euch zu, ja. Das hat man fast ein bisschen verlernt, finde ich, ja. Aber, um euch wieder ein bisschen zu erheitern, ich weiß ja nicht, was ihr so schenkt dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, und das ist kein Witz, das wisst ihr, ich habe zum ersten Mal ein Fotobuch versucht zu bestellen. Ja, es ist noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob es kommt, obwohl ich es rechtzeitig bestellt habe. Und ich weiß, die Postler tun alles, was sie wirklich. Also heute war ich an der Post, ich habe so Mittel bekommen, ich wollte schon über die Pudel hüpfen und ihm helfen, ja, weil der mir echt leid getan hat. Aber Fotobuch machen, also jeder, der ein Fotobuch, und die beiden haben viel mit Fotos zu tun, ja, die fotografieren immer ganz, ganz lieb, alle Kollegen und mich eben auch und die Kernel-Amazonen und so. Höchsten Respekt für eure Fotobücher. Ich habe geglaubt, ich muss sterben. Deshalb ist mein heutiges Lied diesem Thema gewidmet, dem Fotobuch. Und jeder, der schon mal eins probiert hat zu machen, der wird vielleicht wissen, wie es mir dabei gegangen ist. Okay. Fotobuch, machen ist ne Qual. Die Verwandten lieben es, bleibt eine andere Wahl. Nein, Fotobuch, ich werd voll verrückt. Doch wenn es dann fertig ist, sind alle voll entzückt. Man sucht die Fotos aus, man legt den Ordner an, bereitet alles vor, ist stolz, dass man das kann. Unkompliziert und leicht bewirbt man das Produkt. Die Software funktioniert nur nicht, da bin ich ausgezuckt. Ah, Fotobuch, der Albtraum, der wird wahr. Beim Hochladen der Bilder ist der Ordner nicht mehr da. Tja, Fotobuch, alle Fotos weg. Bringt euch schnell in Sicherheit, bevor ich alle niederstreck. Fotobuch, eines ist mir klar. Dieses war mein letztes, weil ich pfeif drauf nächstes Jahr. Ha! Fotobuch, sicherlich nie mehr. Kauf ein paar Socken und ein Buch, das reicht wohl bitte sehr. Nie mehr. Ja, danke.
Danke. So lieb. Von euch, ihr wisst das. Also ich meine, das ist ja das Beste. Den besten Tag habt ihr euch ausgesucht. Ja, die Fotografen. Das ist echt der Wahnsinn. Nein, ich weiß nicht, ob ihr das schon, ob ihr das kennt, ja. Aber das ist wirklich eine Qual. Fotobücher machen. Ich bin ausgezuckt. Ich habe 2 Tage meines Lebens verloren, obwohl ich nur ein Buch mit 12 Seiten machen wollte. Wurscht. Ja, egal. Weißt du, dann stimmt die Version nicht vom Computer, dann musst du es updaten, dann musst du es runterladen, dann funktioniert das Runterladen nicht, dann hast du die Fotos ausgesucht, dann nimmt es irgendwie nicht, dann ist das verschrieben, dann ist plötzlich alles weg, dann ist alles verschoben, dann sind Fotos übereinander. Na, ich bin, na, kurzer Zeit habe ich gedacht, ich habe das Internet gelöscht, dabei waren es nur die Fotos. Wurscht, egal. Na, großartig. Na, beim nächsten Mal, wie gesagt, mache ich das nicht mehr. Da tue ich sie mir ausdrucken und klebe sie einfach ein. So wie man es früher gemacht hat in meinem Alter, gell? Ja, so. Das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn es euch nicht gut geht, dann bitte lasst euch helfen. Ist keine Schande dabei. Auch bei Fotobüchern. Ja, lasst euch helfen. Vielleicht habt ihr irgendeinen Experten bei euch in der Familie. Fragt es da weiter. Und sonst sehen wir uns noch morgen, übermorgen und übermorgen. Und dann ist vorbei. Aber ich komme wieder, keine Frage. Kein Ding, irgendwann wird es mir, ihr werdet es mir nicht mehr los. Nicht ganz. So, dickes Bussi aus der Quarantäne und macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.